Ja, Leute, und damit kommen wir zum ersten Pack-Opening von mir. Wir haben 200.000 Münzen angespart, die werden wir heute zusammen ausgeben. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, ne? Mir fehlen noch ein paar Zombies-Down-Sachen, deshalb öffnen wir die zuerst. Wir haben natürlich schon alle Charaktere, aber was soll's. Oder sehe ich wieder was ganz Gutes? So, Gartenkommando, Zeitungszombie, Drachenmäulchen, Plumpsklo, Stein überspringen mal drei, sehr gut. Flaggenzombie, ja, gut. Was haben wir denn hier? Stabiler Strohhut, yeah. Salz und Pfeffer, genau. Ha. Sehr gut. Und die Erbsenkan der Erbsenkanonenpunch, cool. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Stein überspringen immer sehr gut, kann man immer gebrauchen, natürlich. Ja, genau. Das war's. So, machen wir noch mal eins davon auf. Es fehlt, wie gesagt, noch sehr viel. Oh, da habe ich was gesehen. Da habe ich was gesehen. Unheilpilz, sehr gut. Gerade noch mal eine Wiederbelebung. Das erwähnen wir gar nicht. Kartenpirat. Schnell überspringen mal 5. Sehr toll. Sehr toll. Heilblume. Teamneuversuch, egal. Weltraumdrohnen. Sehr cool. Habe ich die auch endlich mal. Und Achtung. Das habe ich endlich. Yeah! Schlappe weiße Handschuhe. Habe ich das Ding endlich auch mal für die Kaktier. Ne? Sehr cool. Denn dadurch hat die Kaktier endlich mal Hände. Richtige. Sehr cool. Ja gut. Und der coole Mädchenhut. Yeah! Sehr cool. Ja, weiter geht's. Wir öffnen. Was öffnen wir? Ja, mal hier so ein Premium-Päckchen. Was kriegen wir jetzt? Virtuell ein Waffendesign für den normalen All-Star. Sackzombie, immer sehr gut. Flaggenzombie, naja. Steinüberspringer 5, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die rote Brille, cool. Die sieht cool aus. Die wüsste ich sogar vielleicht, wo ich die anwenden würde. Tiefbaumstümpfe, einfach mal so ein paar Holzteile genommen und mal ein paar Löcher reingemacht. Und schon hat man eine Brille. Naja, auch ganz cool. Die Gurkenbrille. Yeah. Sonnenhacker. Eine neue Geste für die Sonnenblume. Und den Pinienzapfenhut. Ja, cool. Auch wieder was Neues gekriegt. Sehr geil. Gut. Auf geht's. Weiter. Nochmal so ein Premium-Päckchen hier. Was werden wir jetzt kriegen? Virtuell, sehr schön, ein Waffendesign für den Tarnranger. Sehr cool. Streifen. Stinkepilz. Schnell überspringen mal 3, sieht er sehr gut. Die Walnussbrille. Yeah. Auch cool. Voll die für die Sonnenbrille quasi schon. Ne? So ein bisschen. Der gestreifte Hut. Ja, auch cool. Hab ich den auch mal. Der Alma-Zombie. Das Herbstlaub, cool. Ich wollte gerade sagen, die Herbstblätter, dabei steht der Herbstlaub. Ja, das Herbstlaub, cool. Auf jeden Fall. Und der Königsschnapper, cool. Habe ich diese Krone auch endlich mal gekriegt. Da überlegen wir uns mal was zu. Gucken, wen wir die aufsetzen. Ja, sehr schön. So, dann holen wir nochmal so ein Premium-Päckchen. Ja, sehr cool, weiß als Waffendesign. Schleimpilz. Was haben wir hier? Stacheliger Hofnarr. Cool. Die Steinlippen. Hey, cool, mal so ein paar Lippen aus Stein. Auch cool. Hat aber auch so ein bisschen was von einem Camouflage-Design, finde ich, ne? Auch irgendwie cool. Aber wir haben irgendwie nur Schnapper gekriegt, ne? Die irren Augen. Ja, cool, hat der Schnapper jede Menge Augen auf dem Kopf. Auch cool. Was haben wir noch hier? Tribal. Ich sehe zumindest nichts. Das ist scheinbar irgendwas auf dem Kopf hinten. Naja. Die Propellermütze, auch cool. Erinnert mich so ein bisschen an. Wie heißt das hier nochmal? Keine Ahnung, wie die jetzt nochmal hießen. Diese kleinen Kids da. Ich habe keine Ahnung, wie die nochmal hießen. Die kleinen Strolche, glaube ich. Genau, die kleinen Strolche. Daran erinnert mich das. Hat ja, glaube ich, auch einer so eine Mütze aufgehabt. Ja, und noch eine neue Geste. Feiern für die Kaktier haben wir gekriegt. Sehr cool. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, was machen wir jetzt? Holen wir nochmal hier so ein Zomboss-Päckchen. Brauchen wieder ein bisschen was für die Zombies. Was ist das denn? Cool, Zukunft für den Meeresbiologen.
Was haben wir denn hier? Fast nur Zombies. Ich habe schon mal schon alles für die Zombies. Haben wir nur Zombies gekriegt. Aber immerhin gesagt, Zombie mal drei. Die brauche ich sowieso sehr oft. Komm, wir holen noch mal so eins. Damit wir hier noch ein paar Zombies kriegen, ein paar gute. Ja, sehr gut. Sagt Zombies. Cool, noch mal hier so ein Chromteil für den Meeresbiologen. Schnell überspringen mal 7. Nice. Sagt Zombie. Zeitungszombie, Plumpsklo-Zombie, Fliegengitter-Zombie. Nutze ich auch ziemlich oft, muss ich sagen, weil die sind eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, explosiver Wicht. Und so ein Fass-Zombie hier, sehr schön. Und ein Pylon-Zombie. Ja, cool. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Wir holen uns noch mal so ein Premium-Päckchen. Sehr gut, dass ich wieder ein Waffendesign. Oh, da sehen wir noch eine Verbesserung. Das ist, glaube ich, die letzte, die mir, glaube ich, fehlt sogar. Aber hier haben wir auf jeden Fall erstmal das Chrom-Design für den Mechaniker. Was ist das? Baseball-Star. Ja, genau. Ich glaube, das fehlte mir nämlich noch. Danke für die Bleiflödung. Baseball-Extra-Schaden. Sehr gut. Damit macht der Baseball-Star mehr Schaden. Das ist ja die Klasse, die man mit Level 10 für die All-Stars kriegt. Und ja, jetzt haben wir mit dem auch eine Waffenverbesserung. Sehr gut. Was haben wir hier? Elektrisch. Cool. Für den Meeresbiologen ein Waffendesign. Team Neuversuch. Zomba Special für den Baseballstar. Auch cool. Fasspirat. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die brauchen wir sehr oft. Stachelbrille. Ja, auch cool, ne? Passt so ein bisschen zu der Kaktee. Nur dürfte ein bisschen dunkler sein, finde ich. Na gut. Ne? Was haben wir denn hier? Den Tuner. Auch nicht schlecht. Cool. Und der Bösewicht. Für die Erbse. Ja, cool. Alles klar. Ich würde sagen, wir holen jetzt noch mal so ein Premium-Päckchen. Als letztes. Sehr gut, sehr gut. Jede Menge Waffendesigns. Ich habe mittlerweile ja hier fast alles. Stern überspringen mal 10. Wie geil ist das denn? Sau gut. Chrom auf jeden Fall. Als Waffendesign für den Baseballstar. Ja, geil. Stern überspringen mal 10. Absolut genial. Drachenmäulchen. Aha. Kosmisch. Ja, cool, auch nicht schlecht, ne? Streifen. Ja, hat was für sich, ne? Gold, immer sehr cool, wird von vielen genommen. Goldfarben immer. Pylon-Zombie. Was haben wir denn hier? Die Ananasbrille. Auch nicht schlecht. Immer so ein paar Ananasstücke nehmen und ein Loch reinmachen. Ne, auch nicht schlecht. Ja, und die Orangen. Sehr cool. Ja, damit haben wir nur noch 13.000. Wir holen jetzt nochmal so ein paar Nachschubpäckchen. Wir brauchen wieder ein paar Zombies und deshalb holen wir davon jetzt nochmal so. Drei Stück. Und dann gehen wir noch mal als allerletztes geben wir noch mal, nein, das will ich nicht. Jetzt noch mal so ein Nachschubpäckchen. Und weil wir dann nämlich jetzt blank sind, gehen wir als letztes noch mal dieses andere Päckchen hier holen, dieses 10.000er. Ja, auf jeden Fall auch sehr cool. Pak Choi gekriegt, Duplinator, die Herzbrille gekriegt, sehr cool. Danach der Chauffeur. Cool. Chauffeur, nicht schlecht. Ja, die Stachelmelone. Auch cool, den Helm sehe ich auch sehr oft. Der ist auch ziemlich cool. Kann man zum Beispiel für die Tankaktier könnte man den nehmen. Der finde ich, der passt dazu irgendwie. Ja, und noch Aloe Vera. Ja, cool. Auch nicht schlecht. Ja, damit haben wir dann eigentlich alle unsere Münzen ausgegeben. Wir gehen mal in den Stickerladen. Ich zeig mal, was wir so haben alles. Ach, Stickerladen. Was erzähle ich da? Wir gehen mal hier in das Stickerheftchen. Genau. So. Ja, MG-Erbse. Ach, MG-Erbse. Normale Erbse haben wir auch alles schon. Ja, haben wir alles schon. Alles freigestellt. Ja, hier sehen wir mal. Also an Brillen haben wir schon alles. Ne? Tattoos haben wir auch schon fast alle. Ja, GV, da fehlt noch eins. Hier fehlt auch nur noch zwei Stück. Okay, hier Zombos Down fehlt jede Menge noch. Ja, Zombos Down muss ich öfters noch kaufen gehen. Die Filme halt noch. Kisten haben wir jetzt endlich alle. Cool. Ja, Sonnenblumen haben wir auch schon alle voll. Fast alle Brillen. Alle Tätowierungen haben wir auch schon fast. Zombies Down fehlt noch eine. Hüte haben wir fast auch alle. Ja, viel fehlt dann nicht mehr. Schnapper haben wir auch. Also warte mal, gerade der Giftschnapper, der hat auch alles klar. Aber hier haben wir eigentlich auch so gut wie alles schon. Ja, sehr, 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 sehr geil. Nicht schlecht. So viel fehlt mir nicht mehr eigentlich.
Ja, gut, bis Level 100 dürfte ich das auch immer noch packen, alles. Bis Level 100 gehen wir noch gute Punkte rein. Ja, wie man sieht, hier ist auch schon fast alles voll. Sehr geil auf jeden Fall. Da sind wir schon bei den Zombies. Ja, wie man sieht, alle Waffenverbesserungen haben wir bereits. Sehr geil. Ja, Waffen, die sind aber auch mittlerweile alle. Cool. Nicht schlecht. Ingenieur haben wir auch so gut wie alles. Ich gehe mal ganz schnell durch. Ich schon die ganze Zeit. Ah, da fehlt mir noch eins. Zombos down, fehlt mir noch ein einziges. Dann haben wir da auch alle. Waffendesigns haben wir auch so gut wie alle. Aber ich glaube, an sich haben wir ja schon an Waffendesigns eh fast alles. Aber nicht so schnell. Nur auch ein bisschen was gucken für euch. Chemiker, Physiker, Dr. Giftig, Astronaut, Meeresbiologe, Archäologe. Haben wir alles. Ja, Waffendesigns haben wir auch. Ah, da fehlt noch eins. Tippen wir wahrscheinlich auf den Meeresbiologen, dass mir da noch eins fehlt. Na, da haben wir auch alle. Zombos down, jede Menge. Alles nur Zombos down, was mir noch fehlt. Ja, okay, die werde ich jetzt wieder öfters holen, auf jeden Fall. Sehr cool, auf jeden Fall. Ja, hier haben wir sämtliche Hüte. Fast. Oh, zwei von Designs fehlen mir noch. Drei sogar. Dann haben wir aber auch fast alle. Hüte haben wir auch fast alle. Bärte haben wir alle. Und noch eine Geste. Und dann war es das nämlich auch schon, Leute. Ja, das war mein Pack-Opening. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet bald wieder ein, wenn es wieder alles Plants vs. Zombies. Auf Wiedersehen. Tschüss.